Wir müssen begreifen, dass keine Waffe der Welt und kein Arsenal der Welt so mächtig ist wie der Wille und die Rechtschaffenheit freier Männer und Frauen. Dies ist eine Waffe, die unsere Feinde in der heutigen Welt nicht haben. Dies sollte allen klar sein, die Terror verbreiten und ihre Nachbarn zu Opfern machen. Einige US-Geheimdienstanalytiker glauben, dass sich die Vereinigten Staaten bereits mit der Sowjetunion im Krieg befinden. Leben russische Spione unter uns? 52 US-Bürger wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen. Laut einer anonymen Quelle im Weißen Haus befinden wir uns an der Schwelle eines Desasters im Kalten Krieg. Mr. President, wir haben in Verbindung mit der Geiselnahme zwei Namen. Arash Kadivar und Kasim Javani. Es ist Ihre Entscheidung. Es ist Zeit, klarzustellen. Es wird keine weiteren Geiselnahmen geben. Bist du sicher, wir können der Polizei vertrauen, Adler? Der Kerl hat schon mehr für weniger getan. Er wird wegsehen. Adler? Schön, dass du da bist, Hans. Kennst du noch Mason? Sind wir frei, uns das Ziel zu schnappen? Kasim ist in seiner Wohnung, wird aber schwer bewacht. Ich ziehe meine Männer für höchstens 15 Minuten ab. Ich hoffe, ihr habt Verstärkung. Wir sind genug. Immer wieder ein Vergnügen mit dir, Hans. Okay, Woods kribbelt in den Fingern. Gönnen wir ihm das Vergnügen. Und damit herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops Cold War in der Kampagne. Es geht los. Und ich freue mich schon sehr drauf. Endlich mal wieder eine Kampagne über Black Ops. Black Ops 4 hat ja leider nur Mehrspielermodus gehabt. Hat natürlich auch Spaß gemacht, aber ich finde die Kampagnen bisher immer so hammergeil bei Call of Duty. Und ja, ich hoffe, wir haben viel Spaß. Die Uhr läuft gut. Lassen wir Kasim nicht warten. Hey Mason, die Geschenke sind im Kofferraum. Jo, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal die MP5. Und das nehmen wir auch noch. Achso, wir können nur ein... Was? Wir können nur eine Waffe nehmen. Oh. Das ist aber bitter. Okay. Der Pisser glaubt wohl, er wäre sicher. Das Stück Scheiße mag ja viel sein. Aber nicht in Sicherheit. So. Aktuell ist brauchen wir dieses Arschloch wirklich lebendig, Adler? Kasim hat wichtige Infos. Alle anderen können eine Kugel kriegen. Wohnung direkt voraus. Alles klar. Okay, wer geht zuerst? Es gibt uns 15 Minuten. Wir müssen Kasim hart und schnell treffen. Los geht's. Okay, dann mal hopp hopp. Helfen wir ihm, das neue Jahr einzuleiten. Feuer frei, Mason. Feuer frei. Los, los, los! Kasim ist die Treppe rauf! Okay, los, Leute, los, los, los! Kasim lebt! Oh, da steht auch einer. Such die! Okay, Leute, zack, 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 hier, hoch! Mann, gib mir auf den Weg. Oh, was? Okay. Bam. Geil. Einen Moment, Leute, ich muss mal an. Okay, erledigt.
weiter geht's. Warte mal, wohin müssen wir jetzt? Okay. Oh, herrlich, herrlich. Ein Moment, Leute, ein Moment. Ich muss nachladen. Nimmt bitte Rücksicht auf mich. Oh, jetzt versteckt er sich hinter dem Schornstein. So, erledigt. Au, au, au. Entdeckung, Entdeckung. Oh, Leute. Nicht cool von euch. So. Weiter, weiter, weiter. Da kann man nicht so was warten hier. Oh, Scheibenkleister. Es gibt kein Entkommen, Kasi. Einigen wir uns. Du darfst, Mason. Alles klar. Was soll ich denn machen? Achso, okay. Hey, halt, halt, halt! Halt, halt, halt! Nicht! Sag uns, wo Arash ist. Du hast dich mit den falschen Leuten angelegt, Hose. Ich mach nur das Geld. Keine Ahnung, wo Arash ist. Ich glaube, du verkennst den Ernst der Lage. Die Amerikaner haben Regeln. Die haben Regeln. Du hast Geiseln genommen. Das ändert die Regeln. Das kann ich ihn nicht davon abhalten, dich runterzuwerfen. Es wird kein. Er trifft jemanden beim Traps und Flugplatz. Morgen Nacht. Ich weiß es nicht. Wir kommunizieren nur mit kodierten Nachrichten. Das ist nicht. Ach. Gut, verlad ihn. Er wird noch früh genug reden. Sag Bescheid, wenn er dabei ein wenig Hilfe braucht. Pats. Wir haben ein Geschenk. Er ist in Trabzon, Türkei. Schade, dass der Spieler keine eigene Stimme hat, der Mason. Kasim ist Geschichte. Wie lange, bis wir Arash haben? Das Team ist vor ein paar Stunden in der Türkei angekommen. Sie sollten in Kürze in Position sein. Türkei. Flugplatz direkt voraus. Dann suchen wir den Scheißkerl. Alles klar. Wir müssen Arash identifizieren, bevor was passiert. Dann mal los, Leute. Je eher dahin, umso eher davon. Meist, sieh mal. Kein Grad. Achso. Was von Arash? Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Linke Seite. Arash könnte im Wagen sein. Okay. Dann beobachten wir mal den Wagen hier. Kann sein Gesicht nicht erkennen. Das ist ja doch drin. Was zur Hölle? Er hat alle im Wagen kalt gemacht. Das muss Arash sein. Nicht feuern, wir brauchen Bestätigung. Das ist er. Was? Er darf nicht entkommen! Was? Ich hab doch direkt auf seinen Schädel gezielt. Und ihn von der anderen. Wir müssen das Flugzeug stoppen. Und direkt, Leute. Leute, das Flugzeug, das haut ab, Mensch. Wir müssen uns beeilen.
zackig, zackig, zackig. Auf da, schnell, fahr los, fahr los. Los. Einen Moment. Einen Moment. Okay. Na, komm. Oh, Roller. Ja, schon mal Roller. Achtung. Oh, je, je. Bam. Keine Ahnung, geht los. Beschleunigen steuern. Für Schub halte L3. Alles klar. Oh. Oh, Leute, ganz ruhig hier. Oh. Was? Nein, die Fernlenkladung wurde zerstört. Scheiße, Dreck. Ist doch nicht wahr. Nee, jetzt komm mal, los. Ja, das hatten wir bereits. Leute. Let's go. Ganz ruhig, Mädels. Ja. Boah, Scheibenkleister. Das ist doch jetzt nicht wahr. Hängen wir jetzt an dieser blöden Scheißstelle hier fest? Oh, pack ich jetzt auch hier. Hopp, hopp. Ja. Oh, nein. Boah. Ach, Mann. Fahr doch schneller, du Idi. Ey, das ist doch jetzt... Das ist aber jetzt mal. So, komm, noch ein Schuss hier. Jetzt muss das aber sitzen. Ja. So. Ja. Diplomieren. Der wollte nicht. Wow. Oh. Ei, ei, ei. Au. Scheiße. Oh, Leute. Nein. Wüsste ich jetzt aber auch gerne. 1943. Ein russischer Spion namens Perseus stiehlt detaillierte Informationen über das Manhattan Project aus Los Alamos. 1968. Der Vietnamkrieg. Angestiftet von Perseus starten Vietcong-Soldaten einen Versuch, eine amerikanische Atombombe aus einem US-Stützpunkt zu stehlen.
Vor 5 Tagen habe ich auf einer Mission erfahren, dass Perseus wieder aufgetaucht ist und einen Angriff auf den Westen plant. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Mr. Hudson, wir alle wissen von Perseus. Wir wissen auch, dass er mehr Mythos als Fakt ist. Also ich halte ihn für nicht mehr als ein russisches Schreckgespenst. General Haig, darf ich Ihnen den Mann vorstellen, der darauf am besten antworten kann? CIA Clandestine Special Officer Russell Adler. Er ist einer der wenigen, die es nur annähernd geschafft haben, Perseus zu schnappen. Mr. Adler, warum sollten wir diesen Perseus ernst nehmen? Müssen Sie nicht, Sir. Ja, aber dann werden viele Unschuldige sterben. Warum sagen Sie das? Sir, jedes Mal, wenn Perseus im Spiel war, wurde der Kalte Krieg auf den Kopf gestellt. Wenn er nach 13 Jahren Funkstille aktiv ist, passiert etwas Großes. Etwas, das die freie Welt verändern wird. Mr. President, das sind Jason Hudson und Russell Adler. Ich kenne die Namen. Wer glauben Sie, hat Ihre letzte Mission genehmigt? Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Können Sie Perseus stoppen? Können wir, Sir. Ich habe bereits alles Nötige für mein Team beantragt. Sir, diese Anträge sind höchst irregulär. Wahrscheinlich illegal, wenn die Presse davon... Was zur Hölle reden Sie da? Wissen Sie, wer wir sind? Jede Mission von uns ist illegal. Sergeant Woods, glaubhafte Abstreitbarkeit ist das Rückgrat unseres Wirkens. Wir reden über das Verhindern eines Angriffs auf die freien Menschen der Welt. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Gentlemen, Sie haben eine wichtige Aufgabe. Beschützen Sie unsere Art zu leben. Es gibt keine größere Pflicht, keine größere Ehre. Auch wenn nur wenige von ihren Mühen erfahren werden. Seien Sie sicher, die ganze freie Welt profitiert davon. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Hier spricht Hudson. Wie lange, bis wir eine Spur zu Perseus haben? Es geht bald los. Adler ist in West-Berlin. Er sollte bald am Unterschlupf sein. Vertrauen Sie ihm? Da fragen Sie wohl den Falschen, Black. Was ist mit seinem Team? Eine starke Gruppe. Er hat Sims und Azulay aufgestöbert und einiges getan, um Helen Park vom MI6 zu bekommen. Bald haben wir auch Mason und Woods. Wegen Park bin ich mir nicht so sicher. Sie und Adler kennen sich von früher. Natürlich will er sie dabei haben. Und unser Neuzugang? Bell? Erinnern Sie mich nicht daran. Das ist jemand, den wir im Auge behalten müssen. Okay. Sehr merkwürdig, dass eben im Video einige Rucklack passiert sind auf der PS4. Also irgendwie muss da wohl noch ein Update her, aber ganz, ganz dringend. Das hat's doch schon so ein bisschen genervt. So, auswählen wie jetzt. Was? Okay. Vorname? Vorname. Nehmen wir mal, ja. Oh. Auch noch klein geschrieben, das ist doch wohl nicht wahr, Leute. Das kann doch echt nicht wahr sein. So. Nachname? G. Punkt. Ayas Bell. Geburtsort ist Europa. Hautfarbe dürfte so das hier sein ungefähr. Geschlecht nicht binär. Nee, was steht denn? Militärischer Hintergrund geheim. CIA, MI6. Machen wir mal geheim. Ne? Bleiben wir mal so geheim wie möglich.
Psychologisches Profil. Paranoid. Zielgeschwindigkeit um 100% erhöht. Okay. Gewalttätige Tendenzen. Kugelschad um 25% erhöht. Einsamer Wolf. Initiale Sprintschubdauer verdreifacht. Profi. Volles Bewegungstempo beim Einsatz der Zielvorrichtung. Furchtlos. Erlittener Explosionsschaden um 50% reduziert. Munitionskapazität um ein Magazin erhöht. Für zuverlässig. Gepeinigt. Kapazität für Primär- und Taktikausrüstung um 2 erhöht. Aggressives Verhalten. Nachladetempo um 50% erhöht. Überlebenskünstler. Gesundheit um 25% erhöht. Gelassen. Schmerzhafte Zuckungen um 90% reduziert. Methodisch. Rückstoß um 25% reduziert. Unnachgiebig. Feuerrate um 25% reduziert. Verlässlich. Erlittener Schaden außerhalb der Bewegung um 30% reduziert. Ungeduldig. Präziseres Feuern aus der Hüfte beim Bewegen. Oh, da würde ich volles Bewegungstempo beim Einsatz der Zielvorrichtung. Das wäre schon mal nicht schlecht. Also bei Geheim keine Boni. Okay. Zielgeschwindigkeit um 100% erhöht. Kugelschaden um 25% erhöht. Ich glaube, ich lasse das auch auf Geheim. Persönlichkeitsbeurteilung gemäß Präsidentenerlass C0122 vollständig zensiert. Soll ich das jetzt nehmen? Weil eigentlich brauche ich diese Bonis nicht. Ich lasse es auf Geheim. Was ist da jetzt? Achso, man kann zwei Bonus nehmen. Okay, Bonis. Gut, dann machen wir das so. Sobald du bestätigst, kannst du das Personalprofil deines Charakters nicht mehr ändern. Ja, dann mal los. Bell. Willkommen in West-Berlin. Wir haben eine Mission. Park. Adler. Bell. Park. Tag, Tag. So. Ja, womit? In den letzten 48 Stunden gab es vermehrt russischen Funkverkehr. Die CIA und das Verteidigungsministerium löchern ihre Quellen nach etwas Wertvollem. Mhm. Bisher nichts über Perseus. Der MI6 hat auch noch nichts gefunden. Irgendwo müssen wir anfangen. Also kehren wir hierher zurück. Vietnam, 1968. Unser bisher intensivster Kontakt mit Perseus. Scheiße. Ein Teil von mir hat gewusst, dass uns die Mission nicht in Ruhe lässt. Pack alles aus, was wir über den Angriff in Da Nang haben und zeig es Park. Sie vergleicht es mit MI6. Wir suchen Codenamen, Übertragungen, Verbindungen zwischen Russland und der NVA. Alles, was eine Spur sein könnte. Alles klar. Der Perseus. Hier kommst du ins Spiel. Jemand wollte dich im Namen bei uns haben. Ich wollte es nicht glauben, aber ich brauchte dich. Genau wie jetzt wieder. Geh zur Beweistafel. Wir verfolgen unsere Schritte durch Da Nang zurück. Alles, was eine Spur zu Perseus sein könnte. Der Perseus erinnert mich so ein bisschen an John Travolta. So ein bisschen. Ein little bit. Okay, Beweistafel. Ich würde hier ganz gerne nochmal Sender wechseln. Ach, das ist ja dieser Ronald Reagan. Was gibt's denn sonst noch so? Mein. Aha. Oh ja, jetzt ist interessant. Wer spielt denn da gerade? Ich weiß nicht. Und geht da rein? Nein. Die Dunkelkammer ist soweit funktional. Ich warte nur noch auf ein paar Lieferungen, um sie fertigzustellen. Ja, jetzt halt auch mal die Klappe. Ich guck gerade Fußball. Oh, da ist, nix. Jetzt habe ich ihn ausgemacht. Da ist er wieder. Der Ronald. Ronald McDonald. Oder Donald McDonald? Ne. Okay, hier haben wir noch Pistazien. Das ist doch Pistazien, oder? Nein. Da steht Erdnüsse drauf?
Da steht Erdnüsse drauf. Erdnüsse. Da steht das tatsächlich auf Deutsch. Ist ja genital, Alter. Geil. Okay, Erdnüsse haben wir hier. Ein abgedeckter Computer. Eine Dunkelkammer. Gibt es hier vielleicht schon irgendwelche Bilder zu sehen? Was? Roger? Hier geht irgendwas sehr komisches vor. Es ist ein bisschen gruselig. Ein bisschen sehr gruselig. Black Cat. Das größte Musikveranstaltung. Das größte Musikveranstaltung des Jahrzehnts. Das größte Musikveranstaltung. Was? Des Jahrzehnts? Engelstein Theater Dresden. Ja, das haben die wenigstens richtig geschrieben. Das größte Musikveranstaltung des Jahrzehnts. Oh Gott. Sevens upon Sevens. Seven Skulls. Seven Day. Okay. Echt geil, diese kleinen Details. UK Tour. Dutchies Blue. Sagt mir jetzt nix. Da hat's kurz nochmal nachgeladen. Und hier so kleine Tetra-Packs oder was ist das? Hier sind irgendwelche Tabletten. Ich schaue mich hier noch mal kurz um. Dann geht's weiter. Kann man hier irgendwie hin? Nee. Aber dass man die Fernseher, der sich von alleine eingeschaltet und wieder ausgeschaltet hat, das war schon ein bisschen merkwürdig. Da lädt die Textur nicht nach von der Chipstüte oder was es sein soll. Der Handschuh, der ist. Oh, den. Warte mal. Das war in Glorious Bastards, glaube ich. Da, wo sie nachher das Kino abfackeln wollen und zwei Leute von Brad Pitt da mit diesem Handschuh da rumlaufen. Und dann geben die da einmal so einen Schlag auf die Fresse und dann wird losgeknallt da. Sehr, sehr interessant. Vielleicht ist das ja ein Easter Egg, man weiß es nicht. Und wenn es ein Easter Egg ist, dann bin ich. Vielleicht bin ich sogar der Erste, der es gesehen hat. Man weiß es nicht. So, mal lunden, was hier noch so rumliegt. Hier Zündkerzen sind das, glaube ich. Ach, hier kann man. Zeitungsartikel aus der Dallas News. Dafür gibt es eine Kombination. Wir brauchen die Kombination, Leute. Bell. Ich habe mit der CIA seit über 10 Jahren zu tun. Aber für sie arbeiten? Durch seit fast 5 Jahren. Ich bin in DC geboren. Meine Eltern zogen nach Israel, als ich klein war. Doppelte Staatsbürgerschaft hat ihre Vorzüge. Ja. Nach der Uni bin ich bei den israelischen Streitkräften gelandet. War auch im Einsatz. Danach kam der Mossad. Da arbeitete ich zum ersten Mal mit der CIA. Und gelegentlich mit unserem Boss Adler da drüben. Du weißt wahrscheinlich mehr als ich. Ich schätze, das wollten die hohen Tiere für sich behalten.